So, da sind wir dabei. Project Zero, weiter geht's. Wir stehen in der Höhle des Löwen, oder ich sollte eher sagen, der Brunnen des Löwen. Wenn Löwen Brunnen hätten, was sie vielleicht haben, wisst ihr ja nicht. Okay, wir sind im Mondbrunnen auf jeden Fall. Und ich fühle mich ein bisschen wie Sailor Moon. Und bevor ich durch diese Tür da vorne gehe, weil ich nicht weiß, was dahinter ist, gehe ich an diese Mumie nochmal ran. Vor der Mumie steht ein Sockel. Die Vertiefung hat die Form einer Haarnadel. Okay. Wir haben eine Haarnadel dabei, glaube ich. Vor der Mumie ist eine Stelle, in die etwas eingesetzt werden kann. Dann mal rein damit. Ah, oh, okay, die Tür war die ganze Zeit zu. Ich habe mir die ganze Zeit umsonst Gedanken gemacht, wo ich zuerst reingehe. Also, ob ich zuerst reingehen soll oder nochmal gucken soll oder wie auch immer. Ich wollte da nicht rein, aber ich muss da wohl rein. Ich glaube auch, dass er offen ist. Probier doch einfach mal, durchzugehen, anstatt zu spekulieren. Okay. Oh, oh Gott, es war nur die Tür. Holy fuck. Bin gerade ein bisschen. Ich bin wirklich gerade so da, weil ich hier überall einen Angriff von irgendwelchen Geistern erwarte. Deswegen, weil ich bin deswegen komplett auf Angriffsstellung die ganze Zeit. Da ist irgendwas im Dunkeln. Oh, sehr gut. Kräutermedizin. Mag ich. Her damit. Mehr davon. Wir brauchen auch noch Papes. Geheiligte Seile sind um die Säule gewickelt. Woran erkennt man geheiligte Seile? Haben die ein Kreuz drauf oder. Sind die noch nass vom Weihwasser? Sie sind halt heilig. Oh Gott. Ich glaube, ich sollte hier rausgehen. Das scheint ja ein Groß-Event zu sein bei denen. Oh, da vorne ist der eklige Typ, Mann. Mit der Maske, den wir bekämpfen mussten. Mit seinem Katana, was auch immer das war. Oh. Okay. Okay. Oh, dich kenne ich doch. Dich kenne ich doch. Oh ja, der war gut, der war gut. Ist das. Ich hoffe mal, das ist nur ein Geist. Ich höre irgendwie. Oh, fucking shit, lass mich los. Das sind zwei. Jetzt wollt ihr mich aber abficken, oder? Na, Halleluja. Ich habe nicht mal eine Chance wegzukommen. Okay. Ich glaube, wir sollten heiliges Wasser benutzen. Nein, Kräutermedizin reicht mir. Ich bin so badass, ich schaffe das nur mit Kräutermedizin. Ich werde so drauf gehen. Ich werde so ultramäßig drauf gehen gleich. Also. Dich erwischt. Oh, ey, ich muss konstant wirklich gucken, dass ich auf zwei Geister achte, die nicht wirklich langsam sind. Das ist nervtötend. Und das sollte verboten werden. Aber einer müsste doch gleich dauern. Down sein. Was ist so? Woher kommst du? Fass mich nicht an, Junge. Oh, fuck, ich hatte gerade eine Möglichkeit auf einen guten Schuss. Guten Schuss, gutes Foto. Wer hinter mir hercreept. Oh, für einen ist es wenigstens gewesen. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Die krassen, Mann. Irgendwie ist der eine sehr, sehr langsam, kann das sein, oder? Wie einer war langsam, einer war schnell und ich habe mich die ganze Zeit auf den Falschen konzentriert. Ist das das, was hier gerade passiert ist? Verdammt! Ich glaube, ich hätte hier mit bisschen weniger Schaden rausgehen können, hätte ich es besser angestellt, aber naja, gut, okay. Ich war nicht wirklich darauf vorbereitet, was hier mit mir passiert. Muss ich mal zu meiner Verteidigung sagen. Eine Notiz liegt auf dem Boden, beschwert mit einem Stein. Ohoho, ein Notizbeschwerer sozusagen? Mafuyu, oh mein Gott, die gibt's ja auch noch. Stimmt ja, liebe Miku. Oh. Ich weiß, dass es komisch klingt, aber ab und zu sehe ich dich hier in der Villa. Ich laufe dir nach, verliere dich aber immer aus den Augen. Da muss irgendein
irgendeine Zeitverschiebung herrschen. So finden wir uns nie. Hast du dir Sorgen um mich gemacht? Bist du deshalb hergekommen? Ich hoffe, du bekommst diesen Brief. Du musst mir helfen. Die Kraft hinter dem Fluch ist eine Frau namens Kirie. Sie wurde in einem Ritual geopfert und ihr trauriger Geist wurde vom Bösen befleckt, das bei der Katastrophe aus der Hölle entströmte. Nun ist sie eine erbarmenswürdige Kreatur, die jedem Schaden zufügen will, mit dem sie in Berührung kommt. Anscheinend erinnere ich sie an den Mann, den sie liebte. Das wusste ich irgendwie, als sie mich berührte. Ich will sie nun besuchen, ansonsten wird die Villa immer neue Opfer fordern. Kirie beklagt ihr trauriges Leben, bedauert aber gleichzeitig ihre Pflicht als Jungfrau des Schreins nicht erfüllt zu haben. Ich habe Kirie als Kind gesehen, sie suchte nach jemandem, der ihr hilft, in ihren anderen gequälten Gestalt. Kirie ist wie ein Mensch, der in zwei Teile gespalten ist. Miku, du musst Kirie helfen, wenn du kannst. Du musst das Höllentor mit dem heiligen Siegel versiegeln. Mit dem heiligen Spiegel, nicht mit dem heiligen Siegel, okay. Wir müssen das Höllentor mit dem heiligen Spiegel verspiegeln? Nein, versiegeln. Gut. Da haben wir den kompletten schon? Da fehlt wahrscheinlich noch ein Stück. Das hat wahrscheinlich sie. Kann ich mir jetzt vorstellen. Okay, wie sieht's bei mir aus? Oh Gott, nicht gut. Ich nehme noch mal eine Kräutermedizin. Mann, ich habe noch dreimal heiliges Wasser. Ich habe einen Steinspiegel dabei. Also, kann doch eigentlich nicht schief gehen, oder? Oh Gott. Und jetzt werfen sie auch wirklich mit heftigeren Geistern um sich. Ich glaube... Ich will mal eine bisschen heftigere Waffe jetzt. Einfach nur, um lebend aus dieser Scheiße rauszukommen. Oh, shit! Ich wusste ja, was sie machen, aber sieht schon schmerzhaft aus, wenn ich das so sagen kann. Also, ich würde nicht gern mit ihr tauschen. Stop. No. Unangenehmes Geräusch. Okay. Doch, ist er gerade hinter mir aufgetaucht? Ich weiß noch nicht wirklich, mit welchem Geist ich es hier zu tun habe. Oh, Oliver. Okay, das ging ganz gut. Die war jetzt auch nicht so ultra gefährlich. Bam! Habe ich eigentlich irgendwie 35.000 Punkte und ich habe sie nicht verwendet? Ach du Scheiße. Sonderfunktion, das bringt mir jetzt auch nichts mehr. Ich versuche die Grundfunktion einfach nochmal ein bisschen hoch zu pushen. Maximal Ladegeschwindigkeit. Geschwindigkeit ist gut. Je schneller die Typen weg sind, desto besser. Um den Erfassungskreis. Ah, fuck, was? Oh Gott, was? Echt so weh? Na gut. Dann ist Maximum. Warum auch nicht? Gut. Bisschen spät, aber warum auch nicht? Besser spät als nie, würde ich sagen. Hier lag noch irgendwo ein Gegenstand rum. Ach, da hinten. Hab's genau gesehen mit meinen Adleraugen. Ein glänzender Stein liegt auf dem blutbefleckten Boden. Ah, okay, ich habe schon einen Steinspiegel. Aber gut, dass sie ihn da hingelegt hätten, weil den kann man sicherlich gut gebrauchen. Und ich denke, ich bin wahrscheinlich noch gut weggekommen dafür, dass ich diesen Kampf da ein Tor davor zum ersten Mal gemacht habe. Ich will nicht sagen, ich habe es gut gemacht, aber ich habe überlebt. Das ist alles, was zählt. Bis hierhin zumindest. Oh mein Gott. Okay. Diese Scheintüren sind laut. Laut. Sehr laut auf meinem Headset. Irgendetwas reflektiert Licht im Dunkeln. Oh, sehr schön. Kräutermedizin. Mag ich. Wo sind wir eigentlich? Taufweg.
Wir kommen aus dem Seilaltar in den Taufweg und ins Ungewisse. Wir haben keine Karte. Ist hier hinten noch was versteckt? Oh, ein Geisterstein. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Shit! Holy shit! Oh, der war okay. 150 Schaden. Alter Schwede, die ist schnell, die ist schnell. Guck sie dir an, mit ihren creepy langen Fingern. Ihren creepy langen Fingern. Nimm die weg von mir. Okay. Sehr gut. Liegen noch Items rum. Habe ich da vorne noch irgendwas vergessen, als ich hier durchgerannt bin? Nein, sieht nicht so aus. Die Entwickler haben mit Panik gerechnet und haben alle Items da hinten platziert. Heiliges Wasser. Und nochmal. Morpheus Notizbuch. Ich habe an die Kamera gedacht, die uns Mutter vermacht hat, als sie starb. Zuvor gehörte sie Oma Mikoto. Sie war anscheinend das Einzige, was sie mitbrachte, als sie von Familie Hinasaki adoptiert wurde. Einige Dokumente hier im Haus berichten von einem Mädchen namens Mikoto, genau wie unsere Großmutter, die eine Kamera mit unheimlichen Kräften fand. Und dann stellte ich fest, dass Mikotos Mutter, die Frau des Folkloreforschers, auf dieselbe Weise starb wie Mutter. Mutter hatte der geisterhaften Macht der Kamera nichts entgegenzusetzen. Sie wurde wahnsinnig und musste diese Welt verlassen. Was nun, wenn das die Kamera wäre, die Mikotos Mutter hatte? Ich kenne nicht alle Einzelheiten, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Kamera eine starke Verbindung zu dem Fluch hat, der auf diese Villa lastet. Ja, ich glaube, dem können wir alle zustimmen. Die Kamera ist sicherlich auch ein großer Punkt. Okay, wir gehen mal weiter. Jetzt gerade... Oh, am Höllentor! Shit, wir sind am Höllentor! Da kann es ja nicht mehr so arg viel weitergehen. Schlechte Idee. Man hat auch kein Höllentor im Keller. Wer versichert denn so jemanden? Wir sind kurz vor dem Höllentor. Ich muss auf jeden Fall nochmal alles checken. Alles. Jedes einzelne Ding, dass wir auch gut hier reinkommen. Wir haben 37. Ich glaube, Tipp 14 Film können wir hier getrost weglassen. Denn ich, also, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt schon ein Bosskampf ist, aber ich bereite mich jetzt auf jeden Fall mal so vor, wie als wenn jetzt der Bosskampf kommen würde. Denn arg weit können wir nicht mehr davon entfernt sein. Irgendwo müssen wir jetzt gleich gegen Kirie kämpfen. Okay, das ist ja Typ 37er. Grundfunktionen sind auch gelevelt. Zu wenig, um dann noch für Objekte habe ich denn, was heißt Objekte, wie viel habe ich denn hier noch? 4 Kräutermutzen, 4 Heilige, was ist halt geil. Und ein Steinspiegel zur Not. Spiegelstück 1, man könnte es auch... Warum habt ihr nicht Spiegelstück und einfach 4 dahinter geschrieben? Es fällt mir jetzt erst auf. Man kann auch das Inventar voller aussehen lassen, als es ist. Okay.
Dann würde ich sagen, wenn wir mal keine Zeit verlieren, schauen wir uns das Höllentor mal an. Das hier, der Stein. Überall diese heiligen Seile bei denen. Die haben echt so einen Fetisch für heilige Seile. Wo kriegt man heilige Seile her? Wenn ich jetzt zum Beispiel Interesse an einem heiligen Seil hätte, wo müsste ich mich hinwenden? Müsste ich mir ein normales Seil kaufen und heilig irgendwie, verdammt nochmal, taufen lassen? Muss ich mein Seil taufen? Wer tauft sein Seil? Oh, nee, nicht an der Tür bleiben. Das ist das Böse. Ich kann nicht weitergehen. Okay, wie soll ich dich denn versiegeln? Kann ich dich ver... Warte mal. Halt, falsche Knopf. Falsche Taste. Muss ich hier irgendwie... Kein... okay. Au! Die andere Seite benutzen. Ich verstehe. Oh, shit. Bekloppte Mann. Ja, ich glaube... oh Gott. Ich glaube nicht nur. Es ist soweit. Holy fucking shit, Leute. Das ist Kyrie und es sieht mir fast so aus, als wenn wir gegen sie kämpfen müssten. Das schauen wir uns beim nächsten Mal an, wie wir uns hier schlagen. Bis dahin. Haut rein.